Ja, hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, willkommen zum neuen Videoblog von mir. Heute Morgen noch in Villingen-Schwenningen und jetzt endlich im Europa-Park. Nach zwei langen Never-Ending-Prüfungswoche ist endlich soweit und man kann die Gedanken mal wieder ein bisschen runterkehren und sich auf andere Sachen konzentrieren, wie nur aufs Lernen und auf Prüfungen. Deswegen kommt einfach mit im Park und viel Spaß! Sieht man es vielleicht, die Taschenkontrolle sind nicht ersetzt worden, aber das Gebäude ist jetzt feststehend mit so Brechspanplatte. Sieht auf jeden Fall bisher ein bisschen besser aus wie diese hässliche weiße professorische Zelte, aber ganz fertig scheint es noch nicht zu sein. Okay, hier werden Leute geködert, dass wenn sie sich das Snackmenü für 9,30 Euro holen, dass sie noch ein zusätzliches Zeitticket bekommen. Naja, kann man davon halten, was man will. Ja, normalerweise ging der Weg als zuerst zu Silverstar im Park, aber dank der Neuheit geht's jetzt ins Voletari. Ja, vielleicht habt ihr es gerade gesehen, Matterhornblitz, die eine Gondel war ziemlich langsam unterwegs. Das liegt daran, dass, glaube ich, heute aufgrund der engen Taktung irgendwie beim Matterhornblitz sämtliche Blocksegmente greife, weil die so eng aufeinander fahren. Ist auf jeden Fall lustig mit anzusehen, wie die Waage da mit vollem Karacho gestoppt werde. Habe ich aber letztes Jahr schon beobachtet. Das macht man bei dem Wetter, wenn es einem zu heiß ist und bei der Wasserbahn zu viel los. Genau, Poseidon Dusche. So, und zwar gibt es jetzt für die Poseidon Dusche eine kleine Perspektivübernahme von meiner wasserdichte Engine-Pam. Man sieht hier das Boot und ich denke, es wird gleich mega nass. Und Minute jetzt erstmal Sozialarbeiter klischeehaft barfuß durch den Park laufen wird. Oh. Klatschnass, barfuß laufend, geht's jetzt weiter zur Atlantica durch und zu allem Überfluss kommt jetzt auch noch Parade in den Weg. Klasse. Ich bin jetzt übrigens nur wieder nass geworden, weil dieser Vulkan da ausgebrochen ist. Aber jetzt kommt das Boot und ich glaube, jetzt werde ich gleich geduscht. Also irgendwie wird das Wasser nicht so richtig hier in die Splashzone kommen. Ich habe keine Ahnung warum. So, und zwar kommt jetzt Boot und ich glaube, jetzt werde ich auch von der Welle getroffen. Gehe ich mal davon aus. Wow! Also bei Atlantica muss man sich hinter die Splashzone stellen, um nass zu werden. Und da ich jetzt eh schon nass bin, kann ich die Leute, die jetzt Whale Adventures fahren, mit der einzigen vorhandenen Spritzpistole noch richtig nass machen. Trockenvorgang wieder ein bisschen zu beschleunigen. Meine Haare liegen übrigens mega scheiße durch die Nässe. Ich habe scheiße gesagt, tut mir leid. Auf jeden Fall geht es jetzt zu Wodan Single Rider und so wie es aussieht, warte ich hier nicht länger wie 5 Minuten. Richtig genial.
Ich wurde ein bisschen trocken gefühlt, ein bisschen lustig, als der Zug in die Station gefahren ist. Ich habe ja immer noch eine total nasse Hose. Guckt der Mitarbeiter den Zug an und sagt so, wir brauchen ein Tuch, da ist alles nass. Ich hoffe, der hat nicht gedacht, dass sich da jemand eingenässt hat vor Angst. So, wie ihr jetzt vielleicht unschwer erkennen könnt, bin ich in Irland. Und jetzt geht's zu meiner absoluten Lieblingsattraktion in dem Themenbereich, dem Dancing Dinghy. Ah, hier ist Schild, ja. Um sich wieder ein bisschen föhnen zu lassen, natürlich. Ja, dieses Fahrgeschäft wird von mir liebevoll Rentnerhäftling genannt. Irgendwas ist ja wahr dran, oder? Also wenn ihr mal was richtig Preiswertes im Park essen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dieses mit Käse überbackene Baguette und Salat im La Segal euch gönnen. Das kostet glaube ich 5,20 Euro und ist, wenn ich überlege, dass ich für eine Currywurst fast 4 Euro bezahle, preis-leistungsmäßig echt top. So, hier wird gerade für die Parkaufnahme von mir immer wieder sonntags eine Aufnahme gemacht, sieht man wieder den Schlagerstar, wie er Playback singt und ja, einfach lachhaft. Schaut es euch mal an. Natürlich volles Playback. Oh mein Gott. Ja, es ist jetzt ungefähr 2 Stunden her, als ich mich unter die Poseidon- und Atlantica-Dusche gestellt habe. Und trotz, dass ich jetzt Welleflieger, Silverstar und so weiter gefahren bin, fühle ich mich immer noch total, als hätte ich mich eingenässt. Also es ist echt nicht so angenehm. Ja, ich bin jetzt gerade mit Arthur gefahren. Und im Vergleich zum Voletarium einfach nochmal mega eine Steigerung. Also das Voletarium, nicht Arthur. Ich muss sagen, das System gefällt mir wirklich gut. Da mag was Tolles hingezaubert, aber drumherum, der Dark Ride selber, für das, dass als Weltklasse beworben wurde und mit Harry Potter gleichgestellt wurde damals. Nee, gar nicht. Und was mir jetzt leider auch aufgefallen ist, ist, dass die Mitarbeiter jetzt sogar so ein Emblem da an ihrer Uniform haben, wo drauf steht Thea Award und so. Es ist ja schön und gut, dass man stolz ist, aber es fällt mir halt in keinem Park so sehr auf, wie jetzt zum Beispiel hier. Ja, ich stehe jetzt gerade nochmal beim Single Rider im Voletarium an. Und es ist gerade mega cool, weil es einfach, glaube ich, nur 3 Leute vor mir waren. Das heißt, eine Wartezeit von 5 Minuten ungefähr. Kann man sich nicht beschweren. Ja, das war mein Videoblog heute hier aus dem Europapark. Ich hoffe, ihr genießt jetzt alle noch die schöne warme Temperatur, die es momentan draußen hat. Und ansonsten werdet ihr von mir jetzt demnächst mehr sehen aus anderen Freizeitparks. Und bis dahin, bleibt dran und man sieht sich bestimmt bald mit einem neuen Video. Ciao!